Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den April 2017 und ganz herzlichen Glückwunsch an alle diejenigen von euch, die im April Geburtstag haben. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mit diesem Motto kommt ihr diesen Monat gut durch. Grübelt nicht lange, sondern tut Dinge, die euch Freude machen. So mancher Freund oder Freundin sucht bei euch eine starke Schulter zum Ausweinen. Aber nicht immer dankt man euch den Einsatz. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Wenn ihr im April Geburtstag habt, ladet zu euch nach Hause ein und alle werden kommen und euch feiern. Bevor wir jetzt näher auf die Konstellationen eingehen, wollte ich euch noch sagen, dass es auch diesmal wieder etwas zu gewinnen gibt. Mehr dazu am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt zu euren langfristig wirkenden Aspekten für diesen Monat. Weiterhin habt ihr ja ein wunderschönes Sextil, also einen schönen Aspekt zu Romantikplanet Neptun. Der steht hier für euch im 11. Haus, ist also eine sehr romantische Konstellation. Aber ich habe das in letzter Zeit auch beobachtet, der steht ja im Haus der Freunde. Und es besteht eine Neigung, dass die Stiergeborenen manchmal so ein bisschen ausgenutzt werden. Die setzen sich selbstlos ein für ihre Freunde und tun alles. Und irgendwie bleibt der Dank so ein bisschen aus. Das ist mir auch aufgefallen. Jetzt mal abgesehen davon ist aber dieser Aspekt selber schon ein schöner Aspekt, unter dem man eben auch jemanden kennenlernen kann, sich verlieben kann, einfach weil er romantisch wirkt. Aber es gilt eben so ein bisschen das Motto, lasst euch deswegen nicht ausnutzen. Vor allen Dingen eben nicht, wenn ihr Gefühle investiert habt und deswegen meint, ihr müsstet nun alles für den oder diejenige tun. Also wenn euch jemand wirklich mag oder liebt, dann besteht da auch ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Das ist auch diesen Monat ja ganz besonders Thema. Diesen Aspekt spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 1. und 6. Mai Geburtstag haben. Dann wird wichtig für euch oder ist schon seit langer Zeit das Trigon zu Pluto. Pluto steht im Steinbock, steht im 9. Haus und in einem guten Aspekt zur Stiersonne. Das zeigt an, dass ihr einflussreiche, wichtige Leute kennt oder kennengelernt habt oder auch kennenlernen werdet in nächster Zeit. Und da sind auch Möglichkeiten, dass daraus eine Beziehung wird, Geschäftsbeziehung oder persönliche Beziehung. Nur ist da wichtig, wenn ihr merkt, dass ihr jemanden kennenlernt, mit dem sich was aufbaut, was wirklich lebensverändernd wirkt. Das ist nämlich Pluto. Pluto sind Sachen, die verändern das Leben. Dann müssen sich beide Parteien darüber im Klaren sein, was jeder will, was jeder von dieser Beziehung erwartet. Nicht, dass da jemand noch mit einer versteckten Agenda, das wäre Pluto, da noch hinten dran hängt. Ja? Und gerade wenn es berufliche Beziehungen sind, könnte das diesen Monat auch ein bisschen ein Knackpunkt sein. Denn das Quadrat zwischen Jupiter und Pluto zeigt eben auch bei euch ins Haus des Joballtags. Also beachtet mal diesen Zusammenhang. Ja? Es entwickeln sich vielleicht einflussreiche, wichtige Freundschaften, die aber trotzdem eine problematische Seite haben, gerade in beruflicher Hinsicht, vielleicht auch in finanzieller Hinsicht. Ja? Also da habe ich auch beobachtet bei einer Stierfrau, die hat einen Job, der ihr sehr gut gefällt, mit einer anderen Stierfrau übrigens. Sie haben beide am gleichen Tag Geburtstag und ich habe da so ein bisschen beobachtet, dass die Chefin die andere Stierfrau so ein bisschen ausnutzt, nach dem Motto, wir sind doch jetzt befreundet, da musst du das umsonst für mich tun. Das sind zum Beispiel Sachen, die dann reinspielen können. Achtet da mal ein bisschen drauf, denn ich finde, es ist schon wichtig, dass ihr euch nicht unter Wert verkauft, auch nicht aus Freundschaft. So, und den Aspekt zu Pluto spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 8. und 12. Mai Geburtstag haben. Aber wie gesagt, das ist eigentlich so ein Gesamtthema für die Stiergeborenen, was ich so beobachtet habe, gerade eben mit der Wirkung von Neptun. Da sind die Freunde, die einen vielleicht ausnutzen und hier eben Pluto, die beide gleichzeitig auf die Stiere einwirken. Dann ist für euch diesen Monat besonders wichtig, dass die Venus, während sie rückläufig ist, eine Phase hat, wo sie stationär wird und gewissermaßen stehen bleibt und dann in einen harten Spannungsaspekt zu Saturn geht. Das kann auch nochmal mit Enttäuschungen oder auch finanziellen Blockaden zusammenhängen. Ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein, wann das genau ist. Aber das ist eine Phase, die sich den Monat überzieht und die ihr wahrscheinlich auch spüren werdet, weil ihr ja als Stiere auch von der Venus regiert werdet und daher da einen sehr, sehr engen Bezug zu dem Planeten habt.
Deswegen schaut euch doch bitte auch auf jeden Fall nochmal die kosmische Schwingung an, wo ich das genau erklärt habe, was da los ist und was das für eine psychologische Wirkung hat. Und diesen Aspekt spüren wahrscheinlich am stärksten im April diejenigen, die zwischen dem 16. und 20. Mai Geburtstag haben. Ja, jetzt schauen wir in die aktuellen Konstellationen für euch. Beginnend mit dem Neumond vom 28. März, ne, der ja so ein bisschen die Ausgangsstimmung für die nächsten 4 Wochen anzeigt, der fällt jetzt bei euch ins Haus der Spiritualität. Das ist gut für spirituell ausgerichtete Stiergeborene. Die können da vielleicht über neue spirituelle Methoden nachdenken, die sie mal ausprobieren wollen. Oder ich empfehle euch auch, vielleicht in diesem Monat mal ein Traumtagebuch zu führen und besonders auf eure Träume zu achten. Denn da können wirklich auch sehr interessante Eingebungen jetzt kommen, die sich eben durch die Träume äußern. So startet denn auch der Monat weiterhin mit einer starken Gewichtung des 12. Hauses. Die Sonne steht für euch in 12, es kann euch auch ein bisschen müde machen. Insofern, Traumtagebuch ist gut, weil ihr wollt sowieso vielleicht mehr schlafen, spürt so ein bisschen die Frühjahrsmüdigkeit und könnt aber dann vielleicht über den Schlaf auch Eingebungen bekommen. Uranus steht ja für euch schon ganz, ganz lange im 12. Haus und das ist auch ein Hinweis auf besondere Eingebungen oder auch auf eine Neuausrichtung eurer Spiritualität. Vielleicht, dass ihr aus einem traditionellen Verständnis, also traditionell jetzt so im Sinne von Kirche, zu einem moderneren Verständnis der Spiritualität findet oder gefunden habt. Das wäre Uranus im 12. Haus. Gut. Dann, ihr habt den Mars in 1, also da startet ihr auch den Monat mit. Das ist eine feine Sache. Das hebt auch wieder so ein bisschen hier diese Müdigkeit auf, weil das gibt euch wirklich viel Stärke. Mars im Stier ist ein sehr starker Mars, sehr kraftvoll, körperlich sehr stark. Ihr könnt also viel stemmen und euch viel vornehmen. Das ist auch eine sexy Konstellation, eine sinnliche Konstellation. Also diejenigen, die jemand haben, die sollten möglichst viel kuscheln. Und dieser Aspekt begleitet euch bis zum 8. April die zweite Dekade der Stiere und bis zum 21. dann die dritte Dekade. Danach geht der Mars dann in die Zwillinge. Also es ist gut für euren Schwung. Und am 3. haben wir ja dann diesen Übergang, dass die Venus rückläufig aus dem Widder wieder in die Fische zurückgeht. Mehr dazu gleich. Dann habe ich am 3. aber auch einen Top-Tag für euch. Da habe ich einfühlsame Gespräche stehen. Also das kann wieder mal sowas sein, wo ihr vielleicht im Freundeskreis gefragt seid als jemand, der andere stützt und den anderen hilft. Das ist ja auch, wie gesagt, eine schöne Sache. Aber vielleicht könnt ihr da eben auch mal für euch ausloten, was mal für euch dran drin ist. Ja? Vielleicht braucht ihr ja auch mal eine starke Schulter. Und ich finde eben, eure Freunde können auch ruhig mal was für euch tun. So, dann gleichzeitig mit dem, dann ist noch was Wichtiges. Das fängt dann nämlich so an. Der Mars, der im Stier steht, der bildet hier einen kraftvollen Aspekt zum Pluto, der auch gut zu euch steht. Da hier haben wir ja die einflussreichen Freunde, hier seid ihr. Also das ist eine sehr spannende Konstellation, auch eine, wo man vielleicht mit jemandem, mit dem man eigentlich nur eine bestimmte definierte Beziehung hatte, vielleicht sexuell sogar aktiv wird, hier im Mars oder im Zeichen, das ist auch eine sinnliche Konstellation, aber da kann das eben passieren, dass das im Job eine schwierige Situation nach sich zieht, ne? So wie ich es eingangs erklärt habe. Dieser Aspekt ist also nicht ganz ohne, es erscheint euch eine Sache vielleicht in einem ganz tollen Licht und sehr vielversprechend. Ihr gebt da sehr viel Kraft rein oder ihr tretet sogar in eine sexuelle Beziehung ein mit der Person. Und das Ganze hat aber eben auch eine schwierige Seite. Und die könnte sich eben im Job äußern, vor allen Dingen eben, wenn ihr mit dieser Person auch zusammenarbeitet. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, damit ihr da das Gute rausholt. Denn das ist an sich ein Aspekt für eine Power-Verbindung. Müsst ihr halt mal schauen, ne? Habt ihr das alles definiert? Will der andere vielleicht etwas, was ihr nicht wollt? Das ist alles eine Frage, ob man diese Dinge offen anspricht oder sich sonst eben auch erstmal zurückhält, ne? Wie weit man damit gehen will. Aber es ist schon ein verführerischer Aspekt, muss ich schon sagen. Jetzt haben wir aber am 7. und 8. auch, also dieses Trigon, das hält an etwa bis zum 7. Und am 7. und 8. haben wir aber auch 2 Top-Tage für euch. Da aktiviert der Mond nämlich bei euch den Bereich der Lebensfreude und außerdem auch nochmal den Seelenfaktor Mondknoten, der noch in der Jungfrau steht. Der steht gut für euch,
Also hier, da könnte es wirklich sein, dass ihr mit jemand ins Gespräch kommt, der sich vielleicht dann als ein sehr interessanter Kandidat erweist. Und ich habe hier aufgeschrieben, Freitag kuscheln und dann Samstag Frühstück im Bett. Das wäre so eine Möglichkeit mit den beiden, an diesen beiden Tagen, mit diesen Konstellationen. Genau. Die kritische Phase vom 7. bis 14. Die schauen wir uns jetzt mal an, wie die sich für euch auswirken könnte. Ich habe ja schon gesagt, hier, vielleicht hat sich da eine tolle Gelegenheit entwickelt, die aber eben auch so ein paar Kehrseiten hat. Entweder die sich im Beruf ungünstig auswirkt oder ihr wisst es noch nicht so genau, so im Hintergrund läuft irgendwas, wo ihr nicht so genau wisst, was da eigentlich läuft. Vielleicht sogar eine Intrige. Da müsst ihr mal ein bisschen die Antennen ausfahren in der Woche. Ne, dass ihr euch da nicht auf irgendwas einlasst, was super aussieht, was aber im Endeffekt doch ein paar Stolpersteine eingebaut hat. Dann kommt die nächste kritische Phase, wenn nämlich eben die Venus hier, die hier zurück in den Fischen ist, dieses Quadrat, diese Spannung bildet zu Saturn. Das ist ein sehr harter Aspekt und vielleicht ist das dann auch mal eine Zeit, wo zur Sprache kommen wird, was eigentlich da los ist mit bestimmten Freundschaften oder ob ihr euch vielleicht von jemand ausgenutzt fühlt oder ob da eine Sache, die gut anfing, in die falsche Richtung gegangen ist. Denn wie ich in der kosmischen Schwingung erklärt habe, hier geht es ja darum, werden die Bedürfnisse beider Leute erfüllt. Und bei euch, es kann es übrigens auch damit zusammenhängen, wenn ihr in fester Partnerschaft seid, dass vielleicht der feste Partner auch Ansprüche stellt und ihr aber euch gleichzeitig auch gerade in einer Freundschaft engagiert und es darum dann Tauziehen gibt. Also wer es auch immer ist, der Freund, die Freundin oder der feste Partner, da wo ein Ungleichgewicht herrscht oder wo ihr das Gefühl habt, einer kommt zu kurz oder ihr selber kommt zu kurz, sind eben dann Gespräche nötig. Stiere neigen ja manchmal dazu, eine Sache einfach auszusitzen oder einfach auch dann verstockt zu schweigen. Könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt einfach mal abwarten, bis alles sich ein bisschen gelegt hat und bis wir Anfang Mai haben. Aber vielleicht drängt die Sache doch nach Klärung und dann solltet ihr euch dem auch stellen und Gespräche führen. Es ist nicht, also der Kosmos macht es uns diesen Monat wirklich nicht ganz einfach, weil der Merkur ja auch noch rückläufig wird am 10. Also vielleicht könnt ihr diese Top-Tage auch nutzen für ein klärendes Gespräch. Das wäre der 7. und 8. Denn am 10. wird der Merkur rückläufig und dann gibt es eben wieder eine Neigung zu Missverständnissen. Und das auch noch bei euch im Zeichen. Das heißt, ihr seid diejenigen, die missverstanden werden. Ist nicht so ganz einfach. Vielleicht ist es doch eine gute Idee, sich zurückzuziehen, Ostern wegfahren, alles mal runterkühlen lassen und dann Anfang Mai sich wieder darüber unterhalten, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Ihr müsst halt wirklich schauen, wie das dann in eurem persönlichen Leben sich gerade äußert. Das müsst ihr dann so ein bisschen zuordnen, ne? Genau. Und dann, ich habe ja auch in der kosmischen Schwingung beschrieben, dass wir eben dieses Problem haben, dass sich Freunde einmischen können. Davon wärt ihr auch betroffen. Und wenn die sich jetzt wirklich einmischen in eure Beziehung, dann müsst ihr euch das verbeten. Dann müsst ihr einen Riegel vorschieben. Das dürft ihr euch nicht gefallen lassen. Ne? Und wie gesagt, nicht ausnutzen. Ach so, und dann gibt es noch so eine Sache, die auch ein bisschen tricky ist, weil ihr ja die Venus im Haus der Freunde habt, ist das eigentlich ein Zeichen, dass ihr über gemeinsame Freunde vielleicht jemanden Neues kennenlernen könnt. Aber damit kann es dann vielleicht ein Problem geben. Und dann seid ihr vielleicht enttäuscht oder macht der Freundin, die euch vermittelt hat, Vorwürfe. Das sind auch noch so komplizierte Sachen, die passieren können. Also ihr Stiere, ihr seht schon, die Konstellationen sind kompliziert und ich weiß, dass ihr das nicht mögt. Deswegen ist vielleicht eine ganz gute Idee, da einfach den Ball ein bisschen flach zu halten. Denn tatsächlich ist es so, dass im Mai sich vieles wieder klären wird und sich auch Sachen klären lassen, die jetzt im April vielleicht schiefgegangen sind. Ne? Also insofern. Aber wenn der Druck groß ist, dann müsst ihr vielleicht auch reden. Am 11. ist ja dann der Vollmond, der dieses ganze Thema dann auch nochmal beleuchtet und nochmal zur Zuspitzung bringt. Also wenn ihr das nicht wollt, dann wäre es eine gute Idee, sich da entweder zurückzuziehen oder eben immer auf Leute setzen, denen ihr wirklich vertrauen könnt, die ihr schon lange kennt. Na, wo dann vielleicht einfach alles easy ist und wo man sich nicht komplizierten Situationen aussetzt. Genau. Und hier habe ich außerdem noch geschrieben, Zurückhaltung mit spirituellen Themen im Freundeskreis ist angebracht. Also diejenigen für euch, die wirklich vielleicht hier
mit dem Neumond auch im spirituellen Haus sehr viele Eingebungen haben, die sollten das nicht im Freundeskreis breittreten, weil man könnte euch missverstehen zu der Zeit. Wird alles besser Anfang Mai. Am 13. trotz kritischer Phase wieder ein Top-Tag für euch. Mit Mond im Skorpion sind leidenschaftliche Begegnungen möglich. Und am 15. Haben wir ja dann diesen Effekt, dass die Venus dann wie stillsteht und dieses Quadrat hier besonders intensiv ist. Das heißt, eventuell muss man da auch ein bisschen Schadensbegrenzung dann betreiben, wenn es mit Freunden Stress gegeben hat, oder eben einfach noch geduldig abwarten. Am 21. ist diese Spannung auch ausgestanden. Zwischendrin habt ihr aber nochmal einen Top-Tag, nämlich am 17. Da könnt ihr vielleicht eine Erkenntnis über einen Seelenpartner gewinnen. Das steht da unter guten Sternen. Hier der Mondknoten, der ja auch wirklich gut für euch steht in der Jungfrau, macht hier gute Aspekte. Der Merkur ist zwar rückläufig, aber das ist gut für innere Erkenntnisse. Ne? Rückläufig heißt, dass man eben nicht so nach außen geht und dass man vielleicht im Außen Missverständnisse hat, aber innen drin zum Nachdenken oder ein Thema vertiefen ist das gut. Und das ist vielleicht dann ein Erkenntnistag für euch. Ach ja, am 19. gute Nachrichten, da geht dann die Sonne endlich in den Stier und damit in euer erstes Haus. Und ihr erfahrt dann wieder so einen Vitalitätsschub. Das ist immer, immer schön, wenn die Sonne im eigenen Haus ist und dann für die nächsten 4 Wochen durch euer Zeichen geht. Ist immer eine tolle Sache und ist bestimmt auch schön, wenn ihr dann schon Geburtstag habt, dann zu feiern. Mit dem rückläufigen Merkur nur darauf achten, dass auch alle die Einladung kriegen, ne? Dass nicht einer irgendwie vergessen wird oder einer es nicht mitgekriegt hat. Das sind so typische Sachen, die dann passieren könnten. Aber sonst denke ich, wenn ihr die Leute einladet, die euch mögen, dann kommen die auch und zeigen euch damit eben auch, dass sie euch gern haben. Am 21. geht ja dann der Mars in die Zwillinge, steht damit immer noch ganz gut für euch. Das zweite Haus ist auch immer noch ein Haus, was einen stärkt, auch körperlich stärkt, und ist ja auch das Haus des Selbstwerts. Also es kann dann auch eine Phase einläuten, wo ihr mal verstärkt darauf achtet, was ihr wert seid, wo ihr vielleicht Geld wiederbekommen könnt, was euch zusteht. Dafür ist Mars immer gut, wenn der im Geldhaus steht. Und der Mars steht dort bis zum 4. Juni und bringt Schwung in eure finanziellen Angelegenheiten. Der Neumond am 26., da geht es dann ganz klar um euch. Ne? Wenn ihr diesen etwas schwierigen, heiklen Monat, der ein bisschen kompliziert ist, dann überstanden habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch Erkenntnisse darüber gewonnen, was ihr euch wert seid, was ihr euren Freunden wert seid, bis wohin man mit euch gehen kann und wohin nicht. Und so manches lässt sich dann da auch neu abstecken, neu definieren. Auf jeden Fall ist es jetzt mal euer gutes Recht, über euch selbst nachzudenken und euch auch eben zu überlegen, was ihr in den nächsten 4 Wochen unternehmen wollt für euch selber, wenn ihr danach noch Geburtstag habt, wie ihr euren Geburtstag gestalten wollt, ne, was ihr auch für euer neues Lebensjahr erreichen wollt. Das ist ja ein wichtiger Neumond, der eben auch euer Wesen beleuchtet, und alle Stiere sollten dann auch mal über ihre nächsten 12 Monate nachdenken, was sie so vorhaben in ihrem neuen Lebensjahr. Ja, und dann haben wir ab dem 28.04. die Venus wieder im Widder, damit in eurem 12. Haus. Das kann für manche Stiere so ein bisschen so ein Gefühl auch erzeugen, dass die Liebe sich so ein bisschen zurückzieht oder dass Liebesangelegenheiten zum Erliegen kommen. Ich glaube aber eher, ihr werdet so empfinden, dass so eine gewisse Ruhe reinkommt und ihr könnt dann auch diese Themen, euch mit diesen Themen in Kontakt setzen durch Meditation und durch ein bisschen Ruhe und Rückzug und Stille. Und es geht ja eben auch dann in den nächsten Monat darum, dass ihr euch auch selber liebt, ne? Euren Selbstwert auch erkennt. Und dafür könnt ihr das dann vielleicht auch nutzen. Und dann müsst ihr mal gucken, was ihr für einen Aszendenten habt, wie die Venus in eurem individuellen Horoskop dann steht, in welchem Haus. Dafür könnt ihr dann auch nochmal mich kontaktieren, vielleicht mit einer Beratung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Denn wenn sie im Sonnenhaus steht, im 12. Sonnenhaus, dann kann das so ein Gefühl mit sich bringen, dass sich in der Liebe zurzeit nichts tut. Aber selbst dann würde ich sagen, dann lehnt man sich eben mal zurück und kümmert sich um andere Sachen. Das kommt ja dann auch alles wieder zurück. So, zum Tanz in den Mai geht ja der Mond in den Krebs. Und was habe ich da geschrieben? Ihr bekommt Liebesbotschaften auf unerwarteten Wegen. Genau, der Mond aktiviert dann nämlich die Kommunikation. Und gleichzeitig habt ihr hier
den Merkur im 12. Haus. Also da ist auch wieder so, dass die Liebesbotschaften euch erreichen auf eine ganz hintergründige Weise oder wie ihr es gar nicht erwartet habt. Und wenn ihr da ausgehen wollt zum Tanz in den Mai, denke ich, werdet ihr schon Spaß haben, weil die Sonne im Stier steht und damit eure Vitalität stärkt und auch eure Ausstrahlung stärkt. Ja, ihr lieben Stiere, soweit also zu euren Konstellationen im April. Und ein Hinweis noch, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht eben einfach mal rauskriegen, was habe ich für einen Aszendent, in welchem Haus steht bei mir die Venus gerade aktuell, dann könnt ihr an meinem Webinar Antonias Sterne teilnehmen. Infos dazu auf der Infokarte, die ich hier angelegt habe, findet ihr. Und wenn ihr diesmal bei der Verlosung mitmachen wollt, dann könnt ihr ein PDF gewinnen, also einen Text mit einem Partnervergleich. Kriegt ihr dann von mir zugeschickt. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und postet mir einen netten Kommentar, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ihr könnt natürlich auch eine persönliche Beratung buchen. Das habe ich jetzt hier auch eingeblendet. Da könnt ihr auf meine Webseite gehen und euch da umsehen, was es da gibt. Und außerdem zum Schluss noch ein Tipp fürs nächste Video von mir. Und damit alles Gute mit den Sternen.